Ihre Feder ist wie ihre Hacke. Mit ihr gräbt sie die Erde in ihrem Innersten auf. Du hast mir die Gabe des Lesens gegeben. Möchtest du mir auch die des Schreibens geben? Wenn sie sagt, wer wird diesen Bericht schreiben, wenn nicht ich, dann kann uns diese Entscheidung zu schreiben nicht kalt lassen. Es ist schade, weil es die Konzentrationslager berührt, haben viele Menschen Angst, dieses Buch zu lesen. Dieser schreckliche Teil der Geschichte berührt uns auch heute noch. Aber es ist ein Buch der Freude. Wenn es ein Wort dafür gibt, dann ist es Freude. In den 10 Heften ihres Tagebuchs bemerkt man eine absolut erstaunliche Entwicklung. Es ist wie eine Art Öffnung gegenüber einer anderen Welt, gegenüber anderen und gegenüber dem jüdischen Volk. Mein Gott, ich lebe gerne in Wärme und Sicherheit. Aber ich werde mich nicht weigern, in die Kälte zu gehen, wenn nur deine Hand mich führt. Wo ich auch sein werde, ich werde versuchen, etwas von der Liebe, der echten Menschenliebe, die in mir ist, auszustrahlen. Ich will nichts Besonderes sein. Ich will nur versuchen, zu der zu werden, die in mir noch nach der völligen Entfaltung sucht. Wir sind hier an dem traurigen Ort des Durchgangslagers Westerbork, wo zwischen 1942 und 1944 Zehntausende holländische Juden übergangsweise inhaftiert waren, bevor sie in die osteuropäischen Vernichtungslager transportiert wurden. Unter all diesen Opfern ist eine junge holländische Frau, Etty Hillesum. Ihr intimes Tagebuch und die Briefe, die sie aus dem Lager schrieb, wurden Anfang der 80er Jahre veröffentlicht. Sie zeugt von einer authentischen, spirituellen Erfahrung, die uns auch heute noch beschäftigt. Etty Hillesum verließ das Lager am 7. September 1943 in einem Viehwagen. Sie wurde von 987 anderen Menschen, darunter 140 Kindern, begleitet. Sie starb in Auschwitz am 30. November 1943. Sie war 29. Sie bleibt wahrscheinlich für uns eine der Propheten, die wir heute brauchen. Etty Hillesum wird am 15. Januar 1914 geboren. Ihre Familie ist jüdisch, nicht praktizierend und gut in die holländische Gesellschaft integriert. Sie leidet unter den Unstimmigkeiten ihrer Eltern, deren Temperamente stark gegensätzlich sind. Ihre Mutter, die russischer Abstammung ist, hat einen launischen, hitzigen und herrischen Charakter. Ihr Vater, Lehrer für alte Sprachen, ist introvertiert und wortkarg. Außerdem hat Etty noch 2 jüngere Brüder, Jakob, der Jaab genannt und Arzt werden wird, und Misha oder Michel, der Jüngste, ein talentierter Pianist, der aber ein psychologisch zerbrechlicher Junge ist. Mit 18 verlässt Etty das elterliche Haus, um in Amsterdam Jura zu studieren. 1937 zieht sie bei Han Wegerif ein, einem Witwer, dessen Lebensabschnittsgefährte sie werden wird. Am 10. Mai 1940 marschiert Deutschland in die Niederlande ein und die Verfolgung der Nazis wird sich bald gegen die Juden entfachen. Etty scheint davon am Anfang nicht sonderlich betroffen zu sein. Sie ist ein lebensfrohes Mädchen, das ausgeht und viele Freunde hat. Dennoch fühlt sie sich nicht gut. Tief in mir, schreibt sie am Anfang ihres Tagebuches, ist ein verwachsener Knoten. Etwas, das mich mit aller Kraft zurückhält. Um sich helfen zu lassen, sucht sie Julius Spier, einen nach Amsterdam geflüchteten deutschen Juden, auf. Spier ist ein jungscher Psychotherapeut.
Da saß ich nun mit meiner seelischen Verstopfung. Mein Leben lang hatte ich das Gefühl, käme doch nur jemand, der mich an der Hand nähme und sich mit mir befasste. Ich scheine tüchtig zu sein und mache alles allein, aber ich würde mich so schrecklich gern ausliefern. Und genau da stand nun dieser wildfremde Herr Spier mit seiner komplizierten Art und hatte trotz allem schon in einer Woche Wunder bei mir bewirkt. Gymnastik, Atemübungen, erhellende, erlösende Worte über meine Depressionen, mein Verhältnis zu anderen und so weiter. Und ich lebte plötzlich anders, befreiter, fließender. Das Gefühl der Verstopfung verschwand, im Inneren stellte sich eine gewisse Ordnung und Ruhe ein. Ich war von der Offenheit und Tiefgründigkeit dieser jungen Jüdin beeindruckt. Am Anfang gehörte sie keiner Religion an. Sie war Jüdin, ging aber nicht in die Synagoge. Sie hatte viele Beziehungen mit jungen Leuten, die ihr nicht dabei halfen, zu leben. Ich glaube, dass ich das tun sollte. Morgens, vor Beginn der Arbeit, eine halbe Stunde lang mich nach innen wenden. Horchen nach dem, was in mir ist. Eine halbe Stunde lang mit mir selbst allein. Es genügt nicht, morgens im Badezimmer nur Arme, Beine und alle anderen Muskeln zu bewegen. Der Mensch besteht aus Körper und Geist. Nur, das ist nicht so einfach, so eine stille Stunde. Das will gelernt sein. Bei ihrem Therapeut Spier stellt sie nicht seine widersprüchlichen Seiten, denn sie sagt von Anfang an, dass er ein widersprüchlicher Mann ist. Das, was sie bei ihm mag, ist der Teil von ihm, der im Kampf ist. Sie schreibt oft, dieser Mann ist wie ich, er ist im Kampf mit sich selbst. Selbst äußerlich hat er zwei Seiten in seinem Gesicht. Sie hat sich in Spier verliebt, weil sie bei ihm etwas findet, das ihr ähnelt. Diese Liebe ist also einerseits ziemlich narzisstisch. Andererseits entspricht der innere Kampf Spiers dem ihren. Denn wie sie ist er sehr empfindsam und zugleich sehr spirituell. Ich bin berührt davon, wie sie in allem sich selbst treu bleibt. Am Anfang ist sie eine Frau mit einem großen Wunsch, großem Ehrgeiz. Sie schweift sehr weit aus. Sie beschreibt sich an einigen Stellen ziemlich unverstellt. Und man sieht, was sie von sich selbst sagt. Dieser schöpferische Ehrgeiz verändert sich in einen inneren Dialog. Und sie sagt, aber es ist alles in uns vorhanden. Und alles, was sie bei den anderen sucht, in der Welt, im Leben, der Literatur, der Musik, diesen Reichtum, den findet sie in sich. Vom ersten Tag an hat sie verstanden, dass dieser Mann ihr helfen würde. Er wurde ihr Mentor. Und er hatte eine Pädagogik, die den geistlichen Exerzitien des heiligen Ignatius ziemlich nahe stand. Assez proche des exercices spirituels d'Ignace. Accepter quelqu'un qui vient. Jemanden annehmen, der viel zu entdecken hat. Dieses allmähliche Entdecken respektieren und die Person durch die Heilige Schrift zu dem führen, was ihrer tiefen Erwartung entsprach. Diriger cette personne vers ce qui correspondait à son attente profonde. Er war 20 Jahre älter als sie, aber dieser Mann hatte Stück für Stück verstanden, dass der Sinn des Lebens die Entdeckung eines transzendenten Gottes ist. Es gibt bei ihr einen Prozess des Lesens, bei dem sie einige Autoren wie Dostojewski liest. Sie hört nicht auf, sie abzuschreiben. Mir scheint, dass es ihr mit Hilfe ihrer literarischen Begegnung besser geht. Man kann tatsächliche therapeutische Sitzungen durch die Begegnung mit Autoren haben, indem man den heiligen Augustinus, Rilke oder Dostojewski trifft.
Ich habe Etty zum ersten Mal mit 20 gelesen. Ich hatte den Glauben völlig aufgegeben, weil ich fand, dass es zwischen dem, was die Kirche sagte und dem, was sie lebte, keine Übereinstimmung gab. Und als ich Etty las, wurde mir bewusst, dass der Gott, von dem sie sprach, der Gott war, den ich suchte. Etty ist einer der Menschen, die mich wieder zur Kirche brachten. Den Gott habe ich danach in der Kirche gefunden. Ihre Art, von ihrem Glauben zu sprechen, ihre Art, wahr zu sein, dass das, was sie sagte und das, was sie tat, übereinstimmte, hat mich tief berührt. Qui m'a profondément touché. Bei ihr gibt es nicht nur diese Art der Annahme dessen, was man ist, sondern diese Treue zu dem, der groß in uns ist. Sie sagt, man muss seinen großen Gefühlen gegenüber treu sein, ohne sich von ihnen erdrücken zu lassen, aber aus ihnen seine Kraft schöpfen. In eben diesem Moment beginnt die Verfolgung der Juden. Sie hat verstanden, dass sie auch bedroht war, aber sie weigerte sich, sich zu verstecken, wie es ihr von einigen ihrer holländischen Freunden empfohlen wurde. Sie sagte, ich werde bis zum Ende hier bleiben, denn sie war sich der Zukunft für die Juden sehr bewusst. Sie tritt in Beziehung mit dem, was sich in der Wirklichkeit ereignet. Sie ist wie ein Eremit in der Mitte der Welt. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt. Aber ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Sie gehören nur mal zu diesem Leben. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und bis zuletzt den Wohnsitz verteidigen müssen, der dich in uns schützt. Und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Ich werde dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt. Und sie sagt weiter, ich werde den Wohnsitz verteidigen, der dich in mir schützt. Also erwartet sie nicht, dass alles von Gott kommt. Sie fühlt wohl, dass sie mit einem allmächtigen Gott der Demut lebt, einem wehrlosen Gott. Und sie wird ihren ganzen Willen in den Dienst Gottes stellen. Und das wird ihre ganze Hingabe sein. Für uns ist das vielsagend. Total d'elle-même. Mais ça, pour nous, ça c'est vraiment parlant, ça. Elle est quand même dans un. Enfin. Sie ist im Herzen des Nazisystems. Man kann es sich nicht schlimmer vorstellen. Und die Freude ist da. Was sie einem Freund Roux schreibt, sagt so sehr, was sie ist. Weißt du, Roux, es gibt einen Zug an mir, der sehr kindlich ist, der mich das Leben schön finden lässt und der mir erlaubt, alles zu tragen, dass ich an Gott glaube. Das ist das einzige Mal, wo man hört, dass sie dies sagt. Sie hat damit alles gesagt. Also, was wichtig ist, ist, dass ihre Freude ihre Quelle in Gott findet.
Es gibt Leute, es gibt sie tatsächlich, die im letzten Augenblick ihre Staubsauger und ihr silbernes Besteck in Sicherheit bringen, statt dich zu bewahren, mein Gott. Und es gibt Menschen, die nur ihren Körper retten wollen, der ja doch nichts anderes mehr ist als eine Behausung für tausend Ängste und Verbitterung. Sie sagen, mich sollen sie nicht in die Klauen bekommen. Sie vergessen, dass man in niemandes Klauen ist, wenn man in deinen Armen ist. Wie groß ist doch die innere Not deiner Geschöpfe auf dieser Erde, mein Gott. Ich danke dir, dass du so viele Menschen mit ihren inneren Nöten zu mir kommen lässt. Sie sitzen ruhig und arglos da, sie reden mit mir und plötzlich bricht ihre nackte Not heraus. Und auf einmal sitzt ein verzweifeltes Häufchen Mensch und weiß nicht, wie er weiterleben soll. Und da fangen die Schwierigkeiten für mich erst an. Es genügt nicht, nur von dir zu predigen, mein Gott. Man muss dich in den Herzen der anderen erst aufspüren. Man muss den Weg zu dir im anderen freilegen, mein Gott. Und dazu muss man das menschliche Gemüt kennen. Wie viele Juden sind ihre Eltern in das Lager Westerbork im Norden der Niederlande geschickt worden. Sie hat darum gebeten, in dieses Lager zu kommen, um an der Not dieser armen Juden Anteil zu nehmen. Sie hätte dem entkommen können. Sie stellt fest, dass sie sich an diesem Ort, der verzweifelt sein könnte, mit ihren Eltern versöhnt. Mit Vater bin ich am nächsten Tag spazieren gegangen, ankämpfend gegen eine Art Sandsturm. Er ist wie immer reizend und von einer angenehmen Gelassenheit. Er sagte sehr freundlich und ruhig, wie beiläufig: Eigentlich würde ich am liebsten schnell nach Polen kommen. Dann hätte ich es umso rascher überstanden. In 3 Tagen wäre ich tot. Es hat ja doch keinen Sinn mehr, dieses menschenunwürdige Dasein im Lager fortzusetzen. Und warum sollte mir nicht auch geschehen, was 1000 anderen geschieht? Später lachten wir beide über die passende Landschaft. Hier in Amsterdam kennt man natürlich Anne Frank, dieses junge, weltweit bekannte jüdische Mädchen. Ich denke, dass Etty eine Frau desselben Kalibers ist, eine Anne Frank in einer späteren Etappe ihres Lebens, wenn sie länger gelebt hätte. Sie verdient eine identische Anerkennung und dass man ihre Schriften entdeckt. Was ich das meist interessant, das meist boeiend und belangrijk finde, das ist zonder enige Zweifel doch haar resolute. Was mir das Wichtigste in ihrem geistigen Leben scheint, ist ihre absolute Ablehnung des Hasses, trotz dieser entsetzlichen Ungerechtigkeit, in welche die Juden geführt worden sind. Hun leven wordt volkomen vernield en het is wreed. Zij weigert te haten. Sie lehnt es ab zu hassen. Sie bleibt gut denkend gegenüber jedem Menschen, selbst gegenüber ihren Unterdrückern. Ook over de agressors, die vergissen zich. Man kennt das Leben eines anderen Menschen nicht, wenn man nur die äußeren Umstände kennt. Um das Leben eines anderen zu kennen, muss man seine Träume kennen. Sein Verhältnis zu seinen Eltern, seine Stimmungen, seine Enttäuschungen, seine Krankheit und seinen Tod. War deine Jugend denn so unglücklich? Oder hat deine Verlobte dich verlassen? Ich möchte diesen Menschen in seinen Ängsten berühren, den Ursprung suchen und ihn auf eine Art abklopfen, die sein Innerstes aufzudecken erlaubt. Die Verhaltung, die sie entwickelt mit ihrem Gott. Diese Beziehung zu Gott wird sehr intim, sanft, voller Zärtlichkeit. Und dies bereitet ihr eine innere Kraft, welche ihr erlaubt, sich diesen schwierigen Zeiten zu stellen. Sie will alles sehen, alles kennen, alles verstehen. Sie will nichts meiden, sie will nicht flüchten.
Sie will solidarisch bleiben mit ihrem Volk. Sie will dabei sein. Manchmal kommen mir die Menschen vor wie Häuser mit offen stehenden Türen. Ich gehe hinein, sehe mich in den Fluren und Zimmern um. Jedes Haus ist ein wenig anders eingerichtet und doch gleichen sie einander. Man sollte aus jedem Haus ein Heiligtum machen, das dir geweiht ist, mein Gott. Das ist eigentlich ein amüsantes Bild. Ich mache mich auf und suche nach einer Unterkunft für dich. Es gibt so viele leerstehende Häuser, in denen ich dich als ihren Gast unterbringe. Menschen können auch kaputt gehen an der Welt. Menschen können vollständig zerstört sein. Das hätte auch ihr passieren können. Dies war der Fall für viele während dieses Krieges. Etty, im Gegenteil, hat einen Weg der persönlichen Erfüllung gefunden. Sie hilft mir, diesem Weg der Heiligung zu folgen, ein glücklicher Mensch zu sein. Ein heel Mensch zu sein, ein glücklicher Mensch. Quelle que soit l'histoire qu'on a. Wie auch immer die eigene Geschichte ist, wie tragisch sie auch ist, das verhindert die Begegnung mit Gott nicht. Und bei ihr kann man sagen, dass die Tragik ihrer persönlichen Geschichte die Begegnung mit Gott hervorruft. Und ich glaube, dass viele Leute dadurch stark berührt wurden. Heute Nachmittag ruhte ich mich auf meiner Pritsche aus und plötzlich drängte es mich, Folgendes in mein Tagebuch zu schreiben. Du hast mich so reich gemacht, mein Gott. Lass mich mit vollen Händen davon austeilen. Mein Leben ist zu einem ununterbrochenen Zwiegespräch mit dir, mein Gott, geworden. Wenn ich in einer Ecke des Lagers stehe, die Füße fest auf der Erde, die Augen zu deinem Himmel erhoben, dann laufen mir manchmal die Tränen über das Gesicht, entsprungen aus einer inneren Bewegtheit und Dankbarkeit. Auch abends, wenn ich im Bett liege und in dir ruhe, mein Gott, rinnen mir manchmal die Tränen der Dankbarkeit übers Gesicht. Und das ist mein Gebet. Am 7. September 1943, auf Befehl des SS-Kommandos hin, wird Etty mit ihren Eltern und ihrem Bruder Mischa nach Auschwitz deportiert. Joppi, ein Freund im Unglück, bezeugt. Und da sitze ich nun, zwar ein wenig traurig, aber auch wiederum nicht so sehr, als ob etwas verloren sei. Denn eine Freundschaft wie die unsere kann nicht verloren gehen, sie ist und bleibt bestehen. Das schrieb ich auf einen Zettel, den ich ihr zuletzt in die Hand drückte. Ich verliere sie aus den Augen und irre noch ein wenig umher. Ich sehe Mutter und Vater Hillesum in den Waggon Nummer 1 steigen, ebenso Mischa. Etty kommt in den Waggon Nummer 12, nachdem sie eine gute Bekannte im Waggon Nummer 14 besucht hatte, die zuletzt noch herausgeholt wurde. Da fährt der Zug an. Ein schriller Pfiff und die 1000 Transportfähigen setzen sich in Bewegung. Noch ein Blick auf Mischa, der aus einem Spalt des Güterwaggons winkt. Etty ruft ein fröhliches Tag und fort sind sie. Bevor der Zug die Niederlande verlässt, wirft Etty durch einen Spalt im Wagen eine Karte, die an ihre Freundin Christine van Houten adressiert ist. Die Karte wird von Bauern gefunden und verschickt. Es ist ihr letzter Brief. Christine, ich öffne zufällig meine Bibel und lese dies. Der Herr ist meine Zuflucht. Ich sitze auf meinem Rucksack mitten in einem Güterwaggon.
Papa, Mama und Misha sind einige Waggons weiter. Diese Abfahrt ist gleichwohl überraschend gekommen. Befehl ausgeführt von Den Haag, speziell für uns. Wir haben das Lager singend verlassen. Vater und Mutter sehr ruhig und mutig, wie auch Misha. Wir werden 3 Tage lang reisen. Danke euch allen für eure treuen Hände. Auf Wiedersehen von uns Vieren. Etty. In diesem Monat können wir für alle jungen Menschen beten, die ihre volle Selbstentfaltung zu leben suchen, dass sie den Weg finden, dessen der gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Wort dieses Monats steht im Buch Deuteronomium, Kapitel 30, Verse 15 und folgende. Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen gehst, dann wirst du leben und zahlreich werden, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen.